So, okay, ein wunderschön zurück und ja, dann würde ich mal sorgen, gucken wir mal, was aus unserem Weizen geworden ist. Wäre ganz schön, wenn das jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen gewachsen ist. Ich meine, gut, so lange war ich jetzt nicht offen, ne? Gerade ein paar Sekunden. Aber vielleicht reicht das ja schon aus. Dann wäre also heute unsere Hauptaufgabe, wie gesagt, in die Mine reingehen. Vielleicht machen wir das sogar über mehrere Tage mal. Richtig schön die Mine ausleuchten und brauchen wir aber eine Menge Holz. Ist aber kein Problem. Ah, doch. Schön ein bisschen schubmäßig gewachsen. Aber noch lange nicht fertig. Schade eigentlich. Der Sand ist natürlich schon wieder fast fertig. Wollte ich mich eigentlich verarschen? Ist auch alles fertig mittlerweile. Na gut, das hier noch. Das ist die Chili, oder? Glaube ja. Weil Chili hatten wir neben Kakao gemacht. Kaffee. So, was wir hier machen, ne, ist noch halt noch offen. Vielleicht finden wir irgendwann mal was da rein kann. Unsere Ananas. So. Na gut, weil das Getränk noch ein bisschen braucht, gehen wir jetzt erst in die Mine direkt rein oder macht das keinen Sinn? Ach, Mann. Wir können das Ganze jetzt natürlich auch mit dem Dünger machen. Wir haben ja massig Dünger. Das Problem ist halt, Dünger ist halt immer nur für ein einziges Feld. Es dauert halt ewig. Aber zumindest geht es wahrscheinlich so schneller, als jetzt zu warten. Ja, das hat gut funktioniert. Bis alles manuell fertig ist. Lagern wir Kakao auch im Lager? Glaube schon, oder? Gehe ich hier mal wieder durch. Ich ertrinke. Jutschen. Nein, halt. Dünger ist doch hier unten. Ich nehme einfach mal hier ein bisschen was mit. So ungefähr. Reicht aber bei weitem nicht. Ach komm. So. Feiern. Können wir das mit dem Lager nämlich gleich abschließen. Das Dünger werden wir sonst sowieso nie wieder für irgendwas brauchen, von daher. Wir bekommen halt fast immer nur ein einziges Sapling. Hier, nicht Sapling, sondern Seed. Ist halt schon irgendwie ein bisschen traurig. So, haben wir davon noch was? Nein. Da sollte ich vielleicht mal doch ein bisschen was mitnehmen. Für mich so zum Selbstknabbern. Ach, rein mit dir. So, läuft das Ding überhaupt? Jetzt läuft es auf jeden Fall. Der Button ist schon cool. Der ist noch genau das, was er soll. So, hier haben wir Tomaten, sehr gut. Unsere Plantage wird langsam gut. Ah, die ersten Dingerstorboxer kommen. So, hier. So, und jetzt, wenn ich das hier aufmache, wird halt immer nur dieser eine. Oder auch gar nichts. Ach, mit Linksklick.
Ich brauche ja. Achso, weil es ganz einfacher ist. Ja, gut, das funktioniert sehr gut. Den habe ich immer mit mir ein bisschen angespornt. Vier weitere Saplings. Wow, das ist ja richtig viel. Ich möchte sterben. Tja, und schon ist uns unser gesamtes Dünger weg. Für gerade mal ein halbes Feld. Also das, was wir halt mitgenommen haben, ne? Ey, das ist ja... Holy shit. Das hält ja nicht gerade sehr lange, das Zeug. Na gut, dann würde ich mal sagen, nehme ich das Rest auch noch mit. Dann haben wir das Dünger gleich mal weg. Weil wir selber werden es halt nicht mehr wirklich brauchen. Ich hoffe mal, so oft müssen wir bei den Feldern nichts mehr umschieben. Ja. So, dann haben wir die Sachen hier nämlich auch gleich mal komplett raus. Sehr schön. Hier haben wir auch noch Kakao. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, wir haben im Lager doch keinen Kakao. Das wäre Bullshit. Okay. Wir haben ja gerade unsere Axt dabei. Dann gucken wir mal ganz kurz rein. Stimmt, da war ja sowieso noch was drin, ne? Wir hatten ja letztens auch noch was drin gehabt, was ich da fehlerhafterweise reingemacht habe. Ah. Ja gut, das ist jetzt... Also ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Was können wir einfach mal kurz rausnehmen, damit ich dann das ganze Kakao ansammeln kann. Wie es aussieht, gar nicht. Doch hinten. Dann nehmen wir einfach mal dicht raus. Das müsste das, genau, müsste sich das ganze gesamte Kakao ansammeln. Sehr schön. Holy moly. So. Was, ach genau. Ich wollte da hinten gehen und dann hinten das Getreide wachsen lassen. So, wo war ich? Hier war ich. Linkklick. Okay. Habe ich jetzt... Ich habe... Nein, ich habe jetzt hier wieder einge... Ich bin noch bescheuert. Ich hab's da wieder eingepflanzt. Oh, Alter. Wie kann ein Mensch echt so viel Dummheit besitzen? Ha? Wie kann ein Mensch so viel Dummheit besitzen? Ups, das, ich wollte das hier. So. Alles fertig. Okay, das hat alles. Hä? Moment mal, halt, stopp. Doch, genau. Alter, jetzt bin ich. Ich dachte gerade, ich wollte das Ganze hier anpflanzen, aber nee, wir sind da jetzt hinten im Feld und es soll da vorne angepflanzt werden. Also das hier falsch. Hä? Oh, stimmt. Wenn man die mit dem Dünger düngt, dann bekommen die diese andere Dwarf-Type. Warum auch immer. Aber ist so. Wahrscheinlich, weil dieser eine Dwarf-Type hier von Farming Redo überschrieben wird. Und Bone Meal überschreibst du dann wieder mit dem originalen Wert. Denke ich mir jetzt einfach mal so.
So, wie viel Zeppelin kriegen wir jetzt raus? Hoffentlich mindestens 70. Oh, 94. Ja gut, okay. Also damit kriegen wir dann das Feld vorne auf jeden Fall voll. Sehr schön. So, ach komm, weg damit hier. Jetzt kommt hier wieder das Zeug hin. Du und du. Und hier kommen jetzt unsere ganzen Rebstöcker und das ganze andere Kackgedöns hin. Nein, da. So, was reicht jetzt hier nochmal? Hat der gut funktioniert? Hat der gut funktioniert, halt an. So. Jetzt brauche ich dich und dich. So. Perfekt. Gut. Und die ganze Wolle. Quatsch. Und die ganze... Das ganze Getreide wird das hier vorne schon angepflanzt und dann haben wir... Oh, wir brauchen viel mehr. Stimmt, wir brauchen 72 für ein Feld. Wir haben zwei Felder. Ja gut. Das ist jetzt... Gut, ich meine, wenn wir jetzt nicht beide Felder komplett voll bekommen, ist das irgendwie so schlimm. Das reicht erstmal. Außerdem haben wir jetzt auch gerade ganz schön viel Getreide sowieso gefarmt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir daran sterben. Perfekt. So. Dann haben wir jetzt mal wieder ein bisschen Getreide hier. Ist so mal ganz fein. Die schmeiße ich gleich mal hier rein. Um ein bisschen die Pipes zu entlasten. Dann, weil die Pipes sind ja gerade... in Alarmbereitschaft. So, alles raus? Noch lange nicht. Ach Gott, ey. Das dauert so ewig. Ja, die Pipes leer zu bekommen, das ist immer ein Akt. Das dauert ein bisschen. Scheiß Kakao. Gut, das heißt, Kakao so haben wir echt gar nicht drin, ne? Vielleicht sollte ich das hier mal mit rein machen. Vielleicht macht das tatsächlich sogar Sinn. Ich nehme dich mal mit raus. Oh Gott, wie viel haben wir denn davon? Holy moly. So, und euch packen wir nämlich einfach mal hier rein. Dann haben wir hier hinten nämlich Kakao und andere Gedöns. Das heißt, ich gehe dann noch mal ganz kurz nach Hause. Dann hole ich gleich mal nämlich den ganzen Kaffee auch noch, den wir da bei uns drinnen liegen haben. Das ist jetzt auch schon wieder alles fertig. Glaubt das nicht. Alter. So, dann haben wir alles an einem zentralen Ort. Ach, wir haben jetzt sogar noch Brot hier. Da können wir auch ein bisschen was mitnehmen. So. Halt. So, volle Fahrt zum Lager. Das heißt, wir schaffen es vielleicht doch noch in die Höhle heute. Sehr schön. Und meine Axt habe ich jetzt nicht mitgenommen, ne? Nee. So. Wenn ich schon mal hier bin.
Weil wir werden dann ja eine ganze Weile lang in der Höhle sein. Das heißt, währenddessen können unsere Felder dann wieder hier alles schön wachsen. Die großen Felder da hinten, die ganzen Felder, werde ich jetzt nicht abernten. Das würde mir einfach zu lange dauern. Außerdem haben wir davon schon massig. Aber gerade Getreide ist halt etwas, das wird halt immer sehr schnell verbraucht. Gut, ich meine jetzt die anderen Getreidearten eher weniger. Das brauchen wir bloß, um Vollkorn zu machen. Und Sachen, die aus Vollkorn bestehen, gibt es eigentlich gar nicht so viele. Hätte ich beinahe schon wieder die Bohnen abgebaut, Alter. Jetzt gibt's doch ja nicht. Wollte ich noch machen, ne? Fällt mir gerade ein, wo ich das Ding hier da sehe. Andererseits, wirklich brauchen tun wir es gerade nicht. Ups. Warte, ich habe gerade das bekommen, obwohl es überhaupt noch nicht eingepflanzt war. Okay. Also nicht eingepflanzt, sondern gewachsen war. Das heißt, auch wenn man, wenn das noch gar nicht gewachsen ist, bekommt man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit trotzdem die Saat raus. Ne, nicht die Saat, sondern halt das Korn. Das Getreide. Interessant. Das heißt, wenn man mal Hunger hat und gerade unterwegs ist und ganz viel Seed dabei hat, und man aber keine Zeit hat, sich jetzt erstmal hier nur zu warten, bis das ganze Zeug gewachsen ist. Da kann man das ganze Zeug einfach irgendwo im Boden pflanzen und direkt abbauen. Das hat man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also hat man halt trotzdem ein bisschen an Saatgut raus. Ich glaube mal, es war dann nicht so effizient. Das heißt, danach hat man dann kaum noch Seeds. Weil die bekommt man dann auch nur noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit raus. Das heißt, man bekommt weniger raus, als man reingepflanzt hat. Aber im Notfall, bevor man krepiert, eine Möglichkeit. Ach komm. Baut das hier auch nochmal ab. Dann habe ich die Felder hier vorne wieder durch. Und dann gehen wir in der nächsten Folge schön in die Höhle. Mit ganz viel guter Nahrung. Und einem guten Gewissen, weil alles fertig ist hier. So. Ist jetzt endlich die Pipe da hinten leer? Hab ich genug Zeit geschirrt, du Kacke. Ey, da hat man hier kein Hungergefühl oder sowas, ja? Dass man irgendwie so eine akustische, ne, das weiß nicht, der, ja, keine Ahnung, um den Bildschirm so ein Rahmen entsteht, kennt man ja vielleicht von irgendwelchen moderneren Survival-Games, dass dann so ein Rahmen um den Bildschirm entsteht, wenn man keine Luft mehr hat, also im Wasser ist oder, ne, also im Wasser ist und die Luft ausgeht, so. Oder irgendwie sowas halt. Dankeschön. Dankeschön. Ist das hier eigentlich noch was drin im Rohr oder nicht, oder? Das Rohr sieht sogar tatsächlich leer aus. Yay! Gut, ist sowieso egal, weil wir. Ich bin bescheuert, eben. Wir wollen doch jetzt sowieso Kakao reinmachen. Das heißt, jetzt ist es da sowieso legitim. So, daraus folgt. Einmal Kakao. Einmal Kaffee. Wir haben gerade mal einmal Kaffeebohnen. Okay. Stimmt, so viel haben wir davon noch gar nicht. Vor allem will die halt so ultra langsam wachsen. So, du kommst rein. Darf ich hier nichts falsch machen? Alles korrekt.
Das kommt rein, das ganze Mehl kommt rein, Karton, Kakao kommt jetzt, Reis kommt auch rein. Ja, doch, alles richtig. Sehr schön. So, du kommst da mit rein. Die nehmen wir mit. Holz nehmen wir auf jeden Fall mit. Das kommt wieder in unsere Hütte rein. Die Spitzachse nehmen wir auf jeden Fall mit. Das heißt, hier sind wir soweit fertig. Dann geht es also jetzt ab in die Hütte und dann von der Hütte aus in die Höhle. Deswegen heißen die auch so ähnlich, ne? Hütte, Höhle. Ich denke mal, die Ähnlichkeit bemerkt man. Und wer jetzt sagt, das ist Zufall, ich glaube nicht an Zufälle. So, das Zeug da unten rein. Wir könnten eigentlich mal so ein Stack von Broten in unsere Notfalltasche mit reinpacken. Dann kommst du nach da, du nach da, du nach da. So. Sehr schön. Okay. Das heißt, was wir jetzt brauchen, haben wir alles dabei. Ich nehme noch ein paar Stöcker mit, dann können wir uns unten schöne Fackeln bauen, ohne dafür wieder Holz verschwenden zu müssen. Das macht hoffentlich Sinn. Ein Stack lasse ich einfach mal hier drinne, den angefangenen zum Beispiel. Wobei, wozu? Ne, nehme ich alles mit. So. Proviant haben wir dabei. Das ist sehr gut. Das kommt alles nach hier unten. Oder ich packe das gleich mal hier in die Taschen rein. Gut, Taschen sind alle leer. So, dann kommt das direkt hier rein. So. Nehme ich den Kasten hier mit. Da könnte ich unsere Werkzeuge, unsere Diamanten, unsere Axt immer gleich reparieren. Doch, die nehmen wir mal mit. Nehmen wir nicht mit. Das wäre mir zu gescheatet. Das wäre. Ich meine, im echten Leben kann man auch nicht einfach mal so einen Amboss mitschleppen, ne? Also von daher. So. Gut, ich meine, so viel Stuff, wie wir hier mit haben. Mit dem, was man alles so mitnehmen kann, ist sowieso relativ. Ich meine, wer hat bitte schon 300 Kubikmeter Erde mit dabei? Ich denke mal keiner. Oh, da war ja was. Ah, ja, was? Ja, das ist leider noch nicht wirklich zur Erde geworden. Gott, wie tief ist denn das? Holy fuck. Stell dir mal vor, wir würden jetzt hier einfach schön langsam richtig nach unten laufen, ne? Das würde doch im Echten keine Sau machen. Da bist du doch bekloppt. Ist ja überall noch Eisen. Wieso haben wir denn das Eisen hier abgebaut? Jetzt hätte ich aber bekloppt, ne? Also ist ja. Moment mal, wir haben einen unvollständigen Stack Eisen reingepackt. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Ich hätte schwören können, dass wir das ganze Eisen abgebaut hatten. Wir hatten hier das ganze Eisen abgebaut und dann die Richtung versiegelt gehabt. Ja, genau, siehst du? Oder hatten wir hier was anderes abgebaut? Okay.
Oh, Alter, wie viel Eisen hier. Oh, ja. Eigentlich sind wir ja eher auf der Suche nach Gold, aber wenn hier gerade so viel Eisen rumliegt, dann warum nicht? So. Dann bauen wir das Ganze mal wieder hier zu. Soll er hier nicht aussehen wie bei armen Leuten? Vor allem will ich nicht, dass hier Monster spawnen. Unser Eingangsbereich soll safe sein. Das heißt, ups, das war jetzt. So. Tada! Schon viel besser. So. Was ist hier eigentlich los? Überall irgendwelche Löcher. Alter, wir haben hier noch nirgendwo Eisen abgebaut. Ich meine, ja, wir haben ein bisschen Eisen mittlerweile, aber es ist doch kein Grund, hier das ganze Eisen liegen zu lassen, wenn es hier so bereitwillig rumliegt. Okay, ich baue mal direkt unsere ersten paar Fackeln. Wird ziemlich gerade schon dunkel. Alter, unsere erste Spitzhacke ist schon fast weg und wir haben noch kein bisschen Gold eingesammelt. Was ist das eigentlich? Lead. Was war denn die jetzt Lead nochmal? Ich hatte da nochmal gegoogelt, ne? Hab's aber schon wieder vergessen. Danke dafür. So, kommen wir auch wieder raus. Alter, die Spitzhacke ist fast tot. Was ist denn hier los? Also, so habe ich jetzt nicht gewettet. Fuck my life. Ich glaube, wir machen uns mal doch hier für unterwegs lieber ein bisschen Eisenwerkzeuge, weil das ist ja hier. Geht ja. Bauen wir hier einfach mal so einen Ofen. Pack den Ofen irgendwo nah an unserer Eingangsstelle hier. Dann haben wir hier immer so einen süßen kleinen schicken Ofen. Den mache ich einfach mal hier hin, so hin, oder hier. So. Kohle, Eisen, gib ihm. Achso, kann ich mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Wir wollten uns ja Werkzeuge daraus bauen. So. Okay, dann würde ich mal sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge und dann gucken wir mal weiter. Haben wir schöne Eisenwerkzeuge. Mittlerweile auch wieder massig Eisen. Von daher. Ja.